Warum sieht man die Aprilia Touareg 660 nicht an jeder Ecke? Sie ist neu gekommen, doch noch ist sie relativ selten unterwegs. Warum das so ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Ja, 5 Testpiloten hier von 1000 PS waren jetzt mit der Aprilia Touareg 660 unterwegs. 2 Tage lang, bei intensiven Witterungsbedingungen, haben wir uns das Motorrad zur Brust genommen. Weil wir haben es nicht ganz verstanden. Die Maschine ist top ausgestattet, top modernes Aggregat, alles von Grund auf neu konstruiert mit 240 mm Federweg zum Beispiel mit dran, ist klassenführend im Vergleich zu anderen Reiseenduros. Insofern hat uns das überrascht, warum die Reiseenduros sind ja eine sehr beliebte Klasse. Nichts an jedem Biker-Treff, bei jedem Biker-Café zu sehen ist, weil die Maschine ist durchaus, vielleicht ist es ähnlich, ein seltenes Exemplar. Insofern intensiver Test, viele verschiedene Meinungen in diesem Video über die Touareg 660. Bleibt dran. Du bist ja auch so ein designorientierter Typ. Bin ich der Einzige, der die Front nicht leibend findet? Ich finde die Front noch weniger leibend wie von der KTM. Aber von der alten KTM. Das ist die unleibendste Front, die ich je gesehen habe. Aber die anderen haben gesagt, da schaut eh leibend aus. Was mit KTM gemeinsam hat, sie ist outstanding, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist ja nur Plastik. Aber ja, es haben die anderen gesagt, na, schaut leibend aus, mal was anderes. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Dieses nur Plastik-Thema, das schockiert mich jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen, weil viele andere, man schaut das Cockpit an, es ist immer Plastik. Mal ist es ein bisschen schöner gemacht, mal ist es ein bisschen vom Kunststoff, von der Wertigkeit, von der Fertigungsgüte nicht ganz oben und nicht ganz oben, da passt es leider, muss man jetzt sagen, auch ein bisschen so bei der Aprilia rein. Also wenn man sich das anschaut, ein bisschen diese Kanten, diese Grate, es ist jetzt nicht perfekt gemacht, aber an sich die Front ist eigenständig und ich muss sagen, ich feiere das heutzutage, wenn sich die Hersteller was trauen und wenn die da ein bisschen auch futuristische Designs reinbringen. Ich finde es okay, ja, fährt mir jetzt nicht mächtig ins Herz, die Optik, aber ich muss sagen, ist okay und sie trauen sich was und das ist echt ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du auf der Straße wo siehst, da weißt du sofort, aha, ein Touareg-Fahrer kommt. Ja, ich muss sagen, sie hat dann Pluspunkte gesammelt, wir waren dann im Nebel oben unterwegs am Klippitztörl und wie die Leute mit der aus der Nebelsuppe austaucht sind, es hat richtig, als würde ein Raumschiff herschieben, das hat echt ein schönes Lichtbild, ja. Und die anderen haben relativ unspektakulär ausgegeben, aber das war im Nebel, war das schön, ich hoffe, wir haben Aufnahmen davon. Ja. 240 mm Federweg vorne und 240 mm Federweg hinten, ne? Ist absoluter Federwegskaiser. Wie geht es da? Ist da zu schwammig auf der Straße oder hat es passt? Nein, absolut nicht. Das war für mich die große Überraschung. Ich bin auch heute das erste Mal gefahren, die Touareg. Diese 240 mm, das klingt nach einem echt ernsten Offroad-Gerät und dann habe ich gedacht, okay, das wird auf der Straße vielleicht eher suboptimal funktionieren. Aber tatsächlich ist es so, dass es im Grundsetup wahnsinnig steif ist, so wie wir es jetzt hergestellt gekriegt haben vom Importeur. Und dass es auch zum Ende hin oder zur Mitte hin schon sehr progressiv wird in diesem Federweg drinnen. Und ich glaube, wie man so richtig hartes Gelände sind wir bis jetzt noch nicht gefahren, aber ich glaube, dass sie da einfach wahnsinnig viele Reserven mitbringt, wenn es da irgendwo reinfasst, irgendwas übersiehst, irgendeine Bodenwelle, irgendeine Senke. Und ich glaube, dass sie das relativ gut schlucken kann. Und im Umkehrschluss ist aber auch so, dass trotz dieser wirklich massiven Federwegsreserve auf der Straße sie niemals schaukelig oder knautschig wird. Also diese Grätsche, dieses Setup haben es richtig gut hingebracht. Und im Allgemeinen muss ich sagen, für das, dass es ein kompaktes, schlankes Motorrad ist, es fährt auch wirklich sehr stabil. Du findest ein gutes Vertrauen und sie hat für mein Empfinden auch den Lenker am höchsten angebracht. Also diese Ergonomie ist auch wirklich so, dass sie dir im Stehen, wenn du da drinnen im Gelände unterwegs bist und dich da ein bisschen positionierst auf dem Fahrzeug, dass das wirklich ja, schon auch für ernste Offroad-Einsätze taugt. Und die zweite Seite von der Medaille ist halt einfach die auf der Straße, hast du es relativ gemütlich so im Cruiser-Stil in der Hand und passt auch wunderbar. Also ist wirklich ein guter Kompromiss, den Aprilia hier bei der Touareg gebracht hat. Du, und haben wir die mit in Bosnien, bei der Bosnia Rallye? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die dort überrascht, dass da tatsächlich auf die Spitze fahren, weil sie hat den Mörderfederweg, sie ist relativ leicht, ja. Und ich finde, dass der Motor unglaublich gut anspricht und in den diffizilen Passagen könnte ich mir vorstellen, dass die Leute damit gut unterwegs sind. Ja. Wieso reden die Leute immer noch von der Tenere? Wieso reden sie nicht alle von der Touareg? Wie gibt es das? Die Tenere war halt die erste. Die Tenere war halt zum Marktstart auch verdammt günstig. Die Touareg ist es jetzt nicht unbedingt, muss man sagen. Es ist schon eher teuer, das Motorrad.
Aber ich glaube, weil du gesagt hast, Bosnia Rally, Alter, da ist sie natürlich die Anwärterin für mich. Also für mich war das heute, wie gesagt, ein ganz großes Aha-Erlebnis, wie performant sich das fahren lässt, wie gut das im Federweg auch satt drinnen steht, wie viel Reserve da zur Verfügung steht. Und ja, wie du sagst, also auch von den Gewichtsdaten her ist, glaube ich, gut positioniert. Sicher ein großartiges Bike für harte Geländeeinsätze. Ja, Touareg 660 hat mich einfach wahnsinnig überrascht. Meine Erwartungshaltung beim Aufsteigen aufs Motorrad war eher neutral. Und dann, wie es das erste Mal in den Schotter reingegangen ist, die ersten Passagen auf losem Untergrund, war es einfach so, dass ich mir gedacht habe, bist du narrisch. Das ist einfach richtig leer. Und die Ergonomie für mich als Großgewachsene mit 1,90, richtig super lässig, perfekte Positionierung vom Lenker, der Lenker auch schön breit, die Fußrasten relativ weit hinten angebracht. Also da kann man sich richtig gut positionieren. Und im stehenden Fahrbetrieb war das für mich die beste Ergonomie. Und ich muss aber auch sagen, hinsichtlich Fahrwerk und Motorisierung ist das was auf der Straße vielleicht gar nicht so gut aufgehoben ist, relativ viel Federweg, der Motor auch sehr linear, ohne irgendwie den mächtigen Charakter oder ohne irgendwie, wie soll ich sagen, mit dem Druck ein Highlight setzen zu können. Das ist auf der Straße vielleicht ein kleiner Minuspunkt, aber im Gelände eine ganz große Qualität, weil es ja damit sehr einfach ist, wirklich viel Traktion zu finden, saubere Linien zu ziehen und natürlich das Fahrwerk mit der Reserve. Ich glaube, das bügelt über sehr viele Passagen hinweg, wo es mit anderen dann schon möglicherweise kritisch wird. Da ist die Aprilia einfach nicht aus der Ruhe zu bringen und ja, kannst auch wirklich einen leeren, präzisen Strich bei tricky Verhältnissen ziehen. Also das taugt mir schon sehr. Die Aprilia Touareg 660 wurde von mir als genauso Offroad-fähig beurteilt wie die Yamaha Tenere 700, was ich als sehr hohes Niveau betrachte. Als neuer Star, weiß nicht, ob ich sie so... Ich glaube, ob sie ein Star für jemanden ist, vor allem im Offroad-Betrieb oder nicht, hängt ganz stark von den persönlichen Prioritäten und Vorlieben ab. Weil zum Beispiel der Motor der Touareg holt mich weniger ab als der Tenere, auch wenn er dann ein bisschen mehr Leistung hat. Aber die Charakteristik ist halt grundverschieden. Der Aprilia-Motor möchte etwas mehr gedreht werden und ist sehr fein dosierbar, liefert die Leistung sehr linear, hat aber eben nicht diesen CP2-typischen Punch aus dem Drehzahlkeller wie bei der Yamaha. Und ich finde das persönlich einfach angenehmer. Aber das ist wirklich einfach Geschmackssache. Genauso ist es Elektronik, ja oder nein, auch je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Ich vermisse sie einfach gar nicht auf der Tenere. Deswegen passt das auch, dass sie keine hat. Wenn aber wer sagt, ich möchte das aber, ich möchte mir die Traktionskontrolle einstellen können, ich möchte mir die Motorbremswirkung einstellen können, ich möchte diese ganzen eben elektronischen Features haben, dann ist die Aprilia wahrscheinlich das bessere Gerät für diese Person, weil, das muss man auch sagen, auch im größeren Vergleich zu anderen Motorrädern, die auch die volle elektronische Ausstattung bieten, ist die Aprilia, finde ich, eine der besten, weil man wirklich jeden Fahrmodus sich noch selber konfigurieren kann in den einzelnen Parametern, das Menü sehr intuitiv zu bedienen ist. Also die Aprilia Touareg 660 an sich ist ein richtig gutes Motorrad und funktioniert eben, finde ich, sowohl auf der Straße als auch Offroad mit den längeren Federwegen richtig gut. Aber persönliche Präferenz reicht mir das Paket an Features, was die Tenere bietet, plus der Motor spricht mich halt selber einfach mehr an. Die technischen Daten der Aprilia Touareg 660. Angetrieben wird die hochbeinige Reise-Enduro von einem Zweizylinder-Reihenmotor mit 659 Kubik Hubraum. Leistung 80 PS bei 9250 Umdrehungen mit einem maximalen Drehmoment von 70 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Zum Einsatz kommt ein Stahlgitterrohrrahmen. Das Fahrwerk besteht aus einer USD, also einer Upside-Down-Gabel mit 43 mm Durchmesser der Marke Kayaba oder KYB mit ordentlichen 240 mm Federweg. Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung verstellbar. Hinten kommt ein Monofederbein, ebenfalls der Marke Kayaba, zum Einsatz. Auch 240 mm Federweg, also richtig gut fürs Gelände. Und ebenfalls in Zug, Druckstufe und Federvorspannung einstellbar. Letztere sogar per Handrad. Die Bremse besteht aus einer Doppelscheibenanlage an der Front. 300 mm, zwei Kolben von Brembo. Die Bereifung ist auch sehr geländegängig, 90, 90, 21 vorne und 150, 70, 18 hinten, Pirelli Scorpion
Rallye STR sind aufgeschnallt. Ja, der Radstand beträgt 1525 mm, die Sitzhöhe 860 mm, der Tank fast 18 Liter. Und das Leergewicht gibt Aprilia ab Werk mit 204 Kilo an. Auf unserer 1000 PS Viehwaage waren es 205,5 Kilo. Hat mich total überrascht, diese Touareg 660. Ich reg mich nicht oft auf über Design von Motorrädern, aber mir gefällt sie einfach überhaupt nicht von der Front. Und insofern habe ich sie gleich in eine Schublade reingesteckt, möchte ich nie haben. Und das ist untypisch für mich, weil ich von Design echt null Ahnung habe und mich nie drüber auslasse. Aber sie fährt mir echt nicht ins Herz. Und das ist so schade, weil es Aprilia geschafft hat, 240 mm Federweg so zu verpacken, mit so einem breiten Fahrwerkseinstellbereich, dass du auf der Straße präzise und leibend fahren kannst, so richtig Aprilia-typisch, ein leibendes, transparentes, agiles Handling, wo du richtig in die Kurven reinpfefferst, richtig aus den Kurven rauspfefferst und dann aber noch im Offroad so viele Reserven hast. Also da war es faszinierend, wie gut diese Maschine ist. Und die knabbert so richtig und sägt richtig am Ton, zum Beispiel von dieser Tenere 700. Und es war auch erstaunlich, dass im Test durch die Bank jetzt auch die anderen Kollegen alle so begeistert waren von diesem Federweg, der in Kombination aber mit einer guten Straßenperformance kommt. Ja, es haben glaube ich, viele andere auch ein bisschen bemängelt, aber auch am Ende, wenn ich mir jetzt meine Punktetabelle zur Touareg 660 anschaue, und es ist jetzt erstmal so, dass ich tatsächlich diese Punktetabelle vor mir sehe, die ich ausgefüllt habe, dann sehe ich da halt ein paar schlechte Noten eingetragen beim Motor. Wenn ich umsitze, denke ich mir, es ist okay, es passt, es ist schön dosierbar, er überfordert nicht im Gelände, alles paletti. Nur von anderen Reisenduros in dieser Klasse, die überfordern auch nicht. Aber die haben halt unten raus mehr Punch. Insofern ist es eine ganz große Glaubensfrage. Ein perfekt abgestimmter Motor, der richtig schönes lineares Drehzahlband hat, ohne einen spektakulären Antritt. Und da habe jetzt auch ich in meiner Punktetabelle wieder schlechte Note drin stehen, aber ich bin echt gespannt, wie unsere Zuseherinnen und Zuseher das sehen. Muss ein Enduro so einen richtigen Vorschlaghammer aus dem Keller haben? Oder ist es super, wenn es so ganz fein und exakt glatt gebügelt nach oben zieht dieser Motor entlang einer geraden Motorkennlinie. Bin gespannt, was da die Aprilia-Fans, das sind immer die kritischsten bei den Berichten unten, was die Aprilia-Fans dazu unten sagen. Irgendwie ist die Aprilia für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Die wäre gerne eine richtig leibende Enduro, die halt auch ins Gelände können soll. Hey, 240 mm Federwege, die hat die längsten Federwege vorne hinten, verstellbar. Urviel Elektronik drinnen, was halt alles in diesem Package möglich ist, von dieser RS660 übernommen, adaptiert, Lion, so ein Offroad-Modus, wo dann auch das Hinterrad ABS abgeschalten ist. Und da denke ich mir halt, die haben da echt sozusagen das ja, aber ernst was passt genommen. Jetzt nicht? Was Nein, passt jetzt nicht? Und dann passt für mich ein bisschen der Motor nicht, mit der kleinste Hubraum. Ja. Und das alles mit der Elektronik zu schaffen, dass der von unten marschiert, er ruckelt nicht, er macht eh nichts. Hey, alles aber es ist mal ein bisschen zu wenig Morch von unten raus und der will so gedreht werden. Ja, aber ist doch es leicht zum Fahren. Nicht auf Schotter, zusammen, so auf den Spitzkern, auf den Schotterspitzkern. War ja, doch super es passt zum Fahren. Alles. Nein, es ist ein gutes Motorrad, aber für mich irgendwie nicht stimmig. Auch weil für mich dann immer für den Endkunden Preis-Leistungs-Verhältnis muss passen und sie ist die teuerste. Sie ist, glaube ich, also ein Motor muss Angst Deutschland, Österreich, auch am Schotter. Ist schon ein bisschen zu teuer für das, was kann, weil da gibt es andere, die das Gleiche können oder sogar besser können um weniger Geld. Nur, also jetzt, wenn ich es erklären müsste, du machst jetzt auch nichts falsch, wenn es dir willst und wenn es dir gut gefällt, dann ist es natürlich ein super Motorrad. Nur den Motor gebe ich halt schon zu bedenken, dass das einer ist, wo ich finde, ich der makellos gut funktioniert. Jein. Ja, Alter. Mir ist zu wenig Morch von unten. Das muss einfach marschieren, auch schon von unten raus. Und das war mir dann ein bisschen zu schwächlich. Ich muss sagen, dass das niedrige Gewicht von der Aprilia plus die Tatsache, dass der Motor absolut sensationell, makellos, leibendes Ansprechverhalten hat und so linear nach oben geht, plus ein leibendes, vertrauenerweckendes Chassis, das sind richtig fette Pluspunkte für die Aprilia. Aber ich kann es voll nachvollziehen, deswegen finde ich es auch leibend, dass du das angesprochen hast. Ich kann es voll nachvollziehen, dass Leute sagen, mir fehlt was. Enduro ist für viele Leute so dieser Punch aus dem Drehzahlkeller und das hat es halt nicht. Aber Punch aus dem Drehzahlkeller hast du auch, du fährst die Spitzkern und dann fährt er das Drehmoment ein und du scheißt dich an. Aber manche wollen das. Manche wollen bei einer Tour einen Punch aus dem Keller. Und das hat man nicht. Ja. Naja, weil er auf natürliche Weise meiner Meinung nach von unten entstehen sollte.
und nicht, dass die Elektronik sozusagen, weil wenig Hubraum ist, und sie hat ja viel Leistung, ne? Wenig Hubraum. Ja, über Drehzahl ist ja okay. Wobei sie hat 80 PS, der Motor kann 95 haben oder 100 sogar in der RS 660, runtergemacht auf 80, passt eh. Aber ich glaube, oder für mich persönlich, mein Eindruck ist, dass der Hubraum dann einfach zu wenig ist. Ich meine, klingt jetzt auch wieder unglaubwürdig, weil die Yamaha zum Beispiel, die Tenere 700, die schiebt ja von unten schön an und morchig und so. Es kommt mir so vor, dass bei der Aprilia dann doch zu viel obenrum passiert, dass es mir unten dann zu wenig ist. Nein, ich bin gespannt, was in den Kommentaren dann steht. Ich glaube, dass das echt die Leute teilen wird. Es gibt Leute, die sagen, die haben eh alles viel zu viel Hubraum und es ist alles viel zu groß. Ich brauche was Kontrollierbares, was Leibendes, was Leichtes und andere werden so sagen. Aber man kann jetzt auch sagen, dass die Aprilia meiner Meinung nach schon relativ wenig zu sehen ist, oder? Das ist ja fast ein Geheimtipp. Es kann sein, dass die Leute alle einfach nicht checken, dass die Uhr leiwand ist. Oder es kann sein, dass alle checken, dass jetzt doch nicht so leiwand ist, lieber nicht. Um den Preis. Um das Geld vor allem. Ja. Ne? Bezüglich Touareg 660 war ich von mir selbst überrascht oder von meinem Stimmzettel, dass sie bei mir genau im Mittelfeld landet, weil ich hätte gesagt, die ist nicht Fleisch, nicht Fisch für mich. Das soll so super Offroad können und logischerweise eine Reise-Enduro soll halt auch auf der Straße gut funktionieren. Und ich habe vom Motor eigentlich mir gedacht, der ist irgendwie mit den wenig Kubik, untenrum geht da nichts weiter. Und jetzt habe ich die aber Offroad richtig leiwand gefunden mit ihren elendslangen Federwegen. Auch das Handling und auf der Straße hat eigentlich alles super gut funktioniert. Und nur weil ich sage, die taugt mir nicht so, die würde ich nicht nehmen, der Stimmzettel hat da eigentlich mehr die Wahrheit gesprochen, dass ich die eigentlich eh besser finde von ihren Funktionen her, als ich jetzt wahrscheinlich mit der Optik zurechtkomme. Gefallen tut es mir nämlich nicht. Schotter ist noch nicht ganz deine Leidenschaft, oder? Schotter ist nicht deine Leidenschaft. Sag, das ist nicht die Comfortzone, würde ich sagen. Ja, also da gibt es andere Untergründe, auf denen ich mich noch wohler fühle. Dann hast du Ambitionen? Bist du ein bisschen taugter, dass ja, ich würde extrem gern, und genau wenn ich mit solchen Motorrad unterwegs bin, und dann geht es immer in den Schotter und ich muss die Kollegen abreißen lassen. Das, was auf der Straße mir gefehlt hat, dass es eben gescheiten Wumms gibt von unten, weil da ist es sicher im Feld, dass wir halt mit haben, die Schwächste. Aber das gerade ist im Schotter angenehm, weil überfordert nie und hast dann echt eine gute Möglichkeit, das zu dosieren. Also fürs Schotterfahren, die Aprilia auch von der Stehposition her und so, für mich als Novizen sozusagen wirklich gut geeignet. Die Italienerinnen sagten mir gerne nach, dass sie ein bisschen kleiner geschnitten sind, aber gar nicht. Also ich habe mich draufgesetzt, wohlgefühlt. Auch der relativ große Hepco Becker angeguckt, hat mich jetzt gar nicht so gestört. Die Lenkerbreite ist genau wie für mich zugeschnitten und ich könnte mir echt auch vorstellen, auch vom Sattel durchaus längere Touren zu fahren. Also das ist schon gut. Und hast du, schaust du ja bei uns immer so die Zugriffszahlen an, ist das hoch im Kurs bei den Zusehern, so Aprilia Touareg, oder war ein bisschen so der Hype und dann abgeflaut? Wie würdest du das? Ja, also es war tatsächlich so, wie die gekommen ist, hat es mal geheißen, was, Aprilia bringt wieder was richtig fürs Gelände. Da gab es ja früher Capo Nord und so weiter, die alle eher schwere, große Dinger waren, und jetzt ganz das konträre Programm mit dem wirklich leichten Vorstoß da mit der Touareg 660, die ja, ich glaube, knapp über 200 Kilo nur wiegt, voll getankt. Das ist wirklich, merkt man auch im Fahrbetrieb. Und da war am Anfang ein richtiger Hype da. Und auf der Straße sehe ich es jetzt aber nicht so oft. Also das hat vielleicht auch einen Grund, dass die Leute dann doch vor dem vergleichsweise hohen Preis ein bisschen zurückschrecken. Wenn man sich jetzt denkt, die Tenere gibt es in der Klasse, die so ähnlich performance-technisch ist, natürlich von der elektronischen Ausstattung weit dahinter. Aber gibt es halt um ein paar tausend Euro günstiger, oder hat es gegeben. Mittlerweile sind sie sich doch recht nahe gekommen. Du erkennst sofort dieses Aprilia Familiengesicht, finde ich. Da schwingt ein bisschen Tuono mit, da schwingt ein bisschen RSV4 sogar mit. Aber natürlich polarisiert es auch. Andere Kollegen haben gemeint, ein bisschen zu verspielt hinten. Gerade das Heck taugt mir aber, finde ich, ist die Schokoladenseite von dem Motorrad. Und die Farbvariante, die wir jetzt hier mit haben, mit dem Gelb, nicht ganz so meins. Das gibt es in so einem Blau-Weiß, und da ist sie, finde ich, extrem gelungen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Warum ist die Touareg 660 nicht an jeder Ecke zu sehen? Aber gerne, sind wir natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Warum ist sie noch ein relativ seltenes Exemplar da draußen? Muss ich das erst einarbeiten in der Branche, in der Szene, in dieser Reise-Enduro-Szene? War Aprilia dort zu lange weg vom Fenster in dieser Hubraumklasse? Antwortet jetzt gerne unten drunter. Aber die Aprilia-Fans, ich weiß, die Aprilia-Fans sind die Ärgsten, dass die schwenken die Fahne am intensivsten für ihre Marke. Schwenkt gerne die Fahne, nehmt den Link von diesem Video und postet es in euren Aprilia-Gruppen, in euren Aprilia-Fanbases mit rein, damit noch mehr Leute da draußen dieses Motorrad kennenlernen. Würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen für Verbreitung sorgen gemeinsam. Jedenfalls, danke für eure wertschätzenden Kommentare, danke fürs Däumchen. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal auf 1000 PS TV.